Ja, er ist frei, er ist frei, er ist frei. Juhu, juhu, juhu. Juhu, juhu. Sieht auch cool aus neben dem Heliport. Man sollte die Tiere viel häufiger mal frei rumlaufen lassen. Herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution im Dr. Wu DLC und wir sind gerade in der ersten Wissenschaftsmission Neuankunft damit beschäftigt, den neuen Uhuru-Titan in seinem Gehege auszusetzen und einen Baryonyx reinzusetzen. Das hat der Dr. Wu uns aufgetragen. Mal schauen, was jetzt dabei rauskommt. Boah, Alter, habt ihr das gesehen? Das ist ein neuer Kill-Move gewesen, aber so richtig fies. Okay, das war krass. Das war richtig krass. Hat er den am Hals gepackt und einfach runtergezerrt? Der andere steht daneben total verstört. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Gammelfleisch, Gammelfleisch überall. Haben wir das jetzt geschafft eigentlich? Ah ja, okay. Ja, wenigstens das. Mission abgeschlossen. Neuankunft. Einzelgängeranpassung 2.0 ist verfügbar. Was haben wir außer einem Gemetzel erreicht? Das ist auf Ihrem Mist gewachsen. Und ich bete für Sie, dass das ein Fehler war. Das war kein Fehler, Kajal. Das war eine Anweisung. Wissen Sie, ich brauchte einige Daten. Und dieser Weg schien mir der beste, um sie zu beschaffen. Ich verstehe. Wenn ich von Ihrer Beteiligung gewusst hätte, Dr. Wu, hätte ich anders reagiert. Sei's drum. Manchmal verlangt Wissenschaft harte Entscheidungen. Ich verstehe das besser als jeder andere. Sie haben getan, was nötig war. Hoffentlich kommt so etwas in Zukunft nicht mehr vor. Irgendwie habe ich da so meine Zweifel. Ich glaube, das wird noch schlimmer. Egal, wir gucken mal, was wir jetzt hier noch retten können. Ich betäub mal den Baryonyx und verkauf den nochmal. Legt weitere Aufgabe fest. Und wir transportieren mal die Leichen ab. Bevor er noch wen tötet hier. Oh, er hat den Edmonto erwischt. Scheiße. Wie er den aber auch instant tötet, ne? Schon echt böse, ey. Betäubt ihn. Schnell. Schnell. Obwohl, wir betäuben den... Moment. Wir machen das folgendermaßen. Wir betäuben den und packen die restlichen Tiere hier in das Gehege rein. Also wir betäuben jetzt erstmal alles, was hier drin ist. Füge Aufgabe hinzu. Aufgabe erhalten. Bestätige Aufgabe. Will den da. Nein. Verstanden. So. Und so. Genau, das wird jetzt das Baryonyx-Gehege. Da können wir uns auch gleich noch einen züchten. Und die anderen kommen in das Nachbargehege rein, wo eh schon Pflanzenfresser drin sind. Dann läuft das. So. Korrektamente, das ist der Baryonyx. Müssen mal gucken, dass wir die Dracorexe halbwegs synchron übertragen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Da haben wir noch einen. So. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Bloß nicht den Baryonyx da jetzt rüberbringen, das wäre richtig scheiße. Los, betäubt sie alle. Kommt schon. Kommt schon. Da ist noch der Dracorex, der eine. Jawohl, sehr gut. Ich hoffe, da sind jetzt auch noch genug. Also, dass die sich dann noch vertragen hier. Ne, hier drüben. Nicht, dass die sich hier nicht mehr vertragen, weil zu viele Tiere drin sind. Das wäre natürlich uncool. Ah, hier liegt ja noch der Pachi-Mensch. Ha! Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten und er trägt ihren Namen. Nee, den machen wir mal nicht, den Auftrag. Produkt in der Luft. Verkaufen!
Da ist noch ein Edmonto. Ja. Haben wir sie jetzt alle? Haben wir sie alle? Nee, da steht noch der Trike. Warte mal, aber... Der muss noch betäubt werden hier, hallo? Hatten wir... Wir haben nur noch einen Trike, ne? Zwei hatten wir gezüchtet. Geht das überhaupt mit nur einem? Ich hoffe. So, dann können wir hier erstmal die Futterstation wegmachen. Das wird ja jetzt ein Fleischfressergehege. Und dann müssen wir mal schauen hier. Fleischfresser. Nee. Da ist Fleisch, so. Und noch Lebendfutter. Aha. Ein weiterer Sieg für die Wissenschaftsabteilung. Aber hallo. So, Trike ist auch betäubt. Kann auch hier rüber. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Sollte das hier zu eng werden, müssen wir ein paar von denen einfach hier noch mit reinstecken. Müssen wir halt hoffen, dass die sich alle vertragen. Die Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Oh nein. Oh nein. Schnell. Schnell, schnell. Schnell auffüllen. Hatte ich hier eigentlich die große Station gebaut für... Ja, große Futterstation für... Nee. Das ist die Reserve mit 0 von 5. Dann müssen wir mal gucken. Da haben wir ja schon eine bessere freigestaltet. So, jetzt sind alle Pflanzenfresser hier raus, ne? Ja, jetzt können wir den Baryonyx auch wieder absetzen. Sammle Produkt ein. Und der zweite ist fast fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sehr schön. Haben wir doch die Mission gut abgeschlossen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch für die Sicherheitsabteilung Missionen machen. Jetzt muss ich mal gucken. Missionen. In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Trodon. Ich mache mal Missionen starten. Vielleicht kriege ich dann sehr den Trodon. Gut. Die Sicherheitsabteilung bräuchte mehr Leute von ihrem Schlag. Ja, im Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Ich erinnere mich nicht an alle Namen der Dinosaurier, aber ich weiß genau, wie sie auf Gehege reagieren. Nicht alle finden das gut. So wie dieser hier. Sehen Sie mal, wie er mit Gefangenschaft zurechtkommt. Bringen Sie diesen neuen Dinosaurier in unseren Park und errichten Sie ein passendes Gehege. Wir brauchen noch einen Olorotitan. Laut Lambert interessiert sich die Sicherheitsabteilung besonders für einen bestimmten Dinosaurier. Sollten sich alle anderen genauso für ihn interessieren? Die zahlenden Gäste zum Beispiel? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Katsching, katsching. Katsching, katsching, katsching. Forschung verfügbar. Trodon, Zugriff auf Fossilien. Das finden wir gut. Der ist jetzt auch wieder direkt freigeschaltet wahrscheinlich. Ja, Fossilien abgeschlossen. Okay, Trodons sind jetzt verfügbar. Das heißt, wir haben hier wieder eine neue Ausgrabungsstätte freigegeben jetzt. Wartet mal. Hier oben, genau. Trodon. Trodon. Zwei Städten haben wir jetzt. Nicht schlecht. Kriegen wir den auch schneller. So, der Baryonyx ist auch am Start. Den betäuben wir. Kommt auf die Liste. Wir brauchen nämlich dringend noch einen Olorotitan, ist mir gerade aufgefallen, weil die sich ja hier gar nicht wohlfühlen. Wo sind sie denn jetzt eigentlich? Die anderen Tiere fühlen sich alle noch wohl, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Obwohl. Oh nee, die beiden fühlen sich gar nicht wohl hier, die Dracorexe, die müssen wir betäuben. Anfrage bestätigt. Nein, den doch nicht. Den da, genau. Und den da. Hoffentlich treffen die den jetzt auch, wenn da so viele Ziele rumstehen. So, Baryonyx ist betäubt, kommt rüber ins Baryonyx-Gehege. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Perfekt, perfekt. Ja, das sieht gut aus. Der ist betäubt hier, der eine. Den packen wir jetzt einfach mal hier rüber. In dem Gehege ist nämlich noch nicht so viel los. Das ist der eine Dracorex, jetzt brauchen wir noch den anderen. Ah, der ist da, alles klar.
Produkt wird eingesammelt. Ich hoffe, da fühlen sie sich ein bisschen wohler dann. Sonst wird es nämlich langsam eng mit den Optionen. Wir haben ja noch das T-Rex-Gehege und das Raptoren-Gehege, wo wir sie reinpacken können. Und übrigens, der T-Rex, der ist nicht krank, der liegt nicht rum, weil er krank ist. Dem geht's gut, der schläft jetzt. Die Tiere haben jetzt ja, wie gesagt, auch einen Schlafrhythmus. Das heißt, die legen sich ab und zu mal hin und schlafen. Alles gut. Oloro-Titan. So, den brauchen wir auf jeden Fall ganz dringend noch. Für das Wohlbefinden der anderen Oloro-Titans. Und wir haben Fossilien. Wie sieht denn das Trodon aus? Ne? Guckt euch das mal an. Das sieht ja voll witzig aus. Hey, bin ein Trodon. Okay. Dahin und dahin. Wir brauchen Trodon-DNA. Trodon-DNA finde ich wunderbar. Ja, ja, der schläft nur. Schön, schön. So. Transportieren. Zustellung wurde abgeschlossen. Produktzustellung bestätigt. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Das hier ist jetzt sozusagen das Altersheim hier für die Missionsdinosaurier. Für die geschundenen Missionsdinosaurier. Das ist das Therapiezentrum für die, die mit ansehen mussten, wie ihre Artgenossen gefressen wurden von irgendwelchen Dr. Wu-Kreationen. In irgendwelchen Dr. Wu-Missionen. Auch schön. Die sind alle verstört, die haben alle ein Trauma. So, die Baryonyxe fühlen sich wohl. Denen geht's gut. Ja, alles schick, alles schick, alles fein. Sehr schön. Sehr schön. Wir brüten ja gar nichts gerade. Produkt unterwegs. Weil wir auf die Trodons warten. Oh, wir haben schon 42%. Nicht schlecht. Das geht echt fix aus. Das ist ja auch kein besonders großes Tier, der Trodon. Oder das Trodon. Wir können auch gleich wieder die nächste Expedition losschicken, tatsächlich. Krankheit ausgebrochen. Oh, oh. So. Beim Rex oder was? Oh, er ist doch krank. Er ist krank geworden durch Schlafen. Er hat die Schlafkrankheit wahrscheinlich. Okay, der Ranger ist auf dem Weg. Alles gut. Produkt wurde zugestellt. Die Dinosaurier-Sichtbarkeit ist hoch. Nice. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit ja, hier zu akzeptieren verbessern. Wir mal. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken Sie darüber nach. Oh, guck mal. Genetische Forschung. Einzelgänger-Anpassung. Stimmt, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Zu den Fossilien. Alles extrahieren, der Rest wird verkauft. Und wir schicken unsere Hanseln direkt wieder los. Lebensfähiges Genom, Trodon, 50% schon, nicht schlecht, geht schnell. Aber wir brauchen noch ein Gehege fürs Trodon, ne? Ich glaube kaum, dass wir die mit den anderen zusammenstecken können. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Ich bereite das schon mal vor. Das kann nicht schaden, glaube ich, wenn wir hier nochmal schon... Ich glaube nicht, dass die ein großes Gehege brauchen, ehrlich gesagt. Das sind so kleine Tiere, die Trodons. Ich glaube nicht, dass die ein großes Gehege voraussetzen. Aber man weiß es am Ende ja nie, ne? Forschung abgeschlossen. Einzelgängeranpassung. Moment, wie sieht es jetzt hier aus? Oh, hier haben wir nochmal was bekommen. Die sind noch am Forschen, beziehungsweise am Graben. So, warte mal, das war ein mittleres Kraftwerk. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das reiße ich mal ab. Das hatten wir nur für eine Mission gebaut. Dann haben wir hier nämlich jetzt den Platz hier komplett für uns zum Bauen. Setzen wir mal hier das Tor hin. Und das Trodon-Gehege soll auch eigentlich gar nicht so groß werden. Genau, dann passt es nämlich da direkt rein. Dann machen wir es mal so und so. Was? Kein Strom? Moment. Genau, Trodon-Gehege. Trodons sind Fleischfresser. Das heißt, wir brauchen hier dann auch entsprechend die Stationen fürs Futter.
Und ich wette, die brauchen viel Grasland. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die viel Grasland brauchen. Und direkt wieder Expedition losschicken. Okay, die eine Grabungsstätte ist schon wieder leer, alles klar. Dann müssten wir ja eigentlich gleich den Trodon schon auf 100% haben. Ich meine, lang kann es nicht dauern. Das Bild vom Trodon sieht aus wie ein kleiner Gollum, ja. Ist echt so. Es sieht einfach wirklich aus wie ein kleiner Gollum. Das Trodon-Gehege. Ich mache gleich direkt mal ein bisschen hier... bisschen Wald hier. Da so. Da so. Ah ja, ein Tor brauchen wir noch. Hahaha. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Juhu. Wow. So, wie sieht's aus bei den Fossilien? 67%. Nicht schlecht. Es wird langsam. Und wie sieht's mit der Expedition aus? Eine Minute noch. Ja, ich würde sagen, beim Trodon verzichte ich mal auf die 100%, oder? Den können wir an sich jetzt eigentlich schon anwerfen. Trodon, sieht echt aus wie so ein Gollum. So ein kleiner Gollum-Dino. Guck mal, was können wir dem denn noch verbessern? Wir machen den erstmal klassisch, ohne Muster. Ich will mal wissen, wie der so aussieht als Klassiker. Als klassischer Musteriker. Als Musterschüler. Oh, der kann ja richtig viele Modifikationen hier noch bekommen, wenn man den auf 100% hat. Guckt euch das mal an. Heftigst. Der braucht 4 bis 16 Artgenossen. Das Rudel muss ganz schön groß sein. Und 2263 Quadratmeter? 3520? Moment mal, das geht gar nicht mit einem kleinen Gehege, merke ich gerade. Der braucht ein ganz schön großes Gehege. Ich glaube nicht, dass das hier 3000 Quadratmeter sind, ehrlich gesagt. Ein Sturm nähert sich, na tolle Wurst. Ich mach's doch gleich mal ein bisschen größer, glaube ich. So. Sicher ist sicher. Nicht, dass es dann am Ende heißt, wir haben nicht genug Platz. Und wir müssen die Schutzräume öffnen. Ein Sturm kommt. Bringt euch in Sicherheit. Bewegt die müden Knochen. Ein Sturm kommt. Das Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Nein, wirklich. Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Habt ihr es gehört? Wie sieht es eigentlich mit den Dracorexen aus? Fühlen die sich hier drüben eigentlich wohl? Jetzt, wo ich sie überhaupt nicht sehen kann, wo sie sind, ne? Dracorex, da. Ja, die fühlen sich hier wohl, sehr gut. Ich glaube, die 1% hier, das ist wegen dem Sturm gerade. Das 1% fehlt nur wegen dem Sturm, das fehlt nicht wegen dem Gehege an sich. Die Raptoren werden wahrscheinlich wieder ausrasten. Oh. Dieser Auftrag ist ganz neu und ich gebe ihnen die Möglichkeit, ihn sich als erstes zu schnappen. Ja. Giganotosaurus ausbrüten und freilassen, das können wir mal machen. Giga, da ist der Giga. Die haben ja das Geld dafür, ne? Das geht ja. So. Wie sieht's fossilienmäßig aus? Oh. Ja, müssen den noch einmal losschicken, auf jeden Fall. Brauchen noch mehr Trodon-Fossilien. Da jetzt die Gigas durchlaufen in der Zeit, wird das ja ein bisschen dauern. Ich könnte hier natürlich auch noch eine zweite Hemmenzuchtstation bauen, ne? Dann wird es ein bisschen schneller gehen alles. Gebäude beschädigt. Ah! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn Gebäude beschädigt werden. Hotel. Und das daneben auch. Wie lang ist eigentlich dieser Sturm? Ey, die Stürme sind auch länger als früher, habe ich so den Eindruck. Das Dach brennt. Die Raptoren wollen ausbrechen. Sie klopfen schon an die Türe. Oh mein Gott. Okay, der Sturm ist vorbei. Kann ich es schon riskieren, die... Bunker wieder aufzumachen oder beziehungsweise zuzumachen? Ich riskiere es mal. Bitte riskieren Sie es.
Okay. Die Schäden sind auch repariert, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wunderbar. Das hat auch gut funktioniert. Vielleicht sollte ich hier nochmal so eine Spezialsturmschutzanlage bauen. So eine, die den Schaden komplett verhindert. Aber ich sehe gerade, die hat hier gar nicht so einen hohen Radius und so richtig bauen kann ich die irgendwie auch nicht. Die wäre fast sinnvoller hier an der Stelle, wo jetzt der Schutzraum steht. Dann ist das Hotel noch ein bisschen mit drin und die Aussichtsplattform. Das sind ja die Sachen, die immer am häufigsten kaputt gehen. Hä? Habe ich hier gerade einen Pock gehört? Ja, irgendwer macht hier Stress. Aber wo? Der Trike! Der Trike macht Stress! Verstanden. Der macht Stress hier, guckt mal. Warum hat denn der keine Geborgenheit? Der Bestand ist zu hoch. Hättest du mal früher was gesagt, Trike, da hätte ich dich darüber geschafft zu den anderen. Scheiße. Ja. Okay, die Mauern halten noch. Gott sei Dank. Okay, soviel zum Thema, die Mauern halten noch. Aber der Jeep ist schon unterwegs. Okay, die Mauern sind dicht. Es ist nur der Trike, der rausgekommen ist und er ist jetzt schon betäubt. Ich probiere es mal in dem Gehege. Vielleicht klappt es ja da. Vielleicht fühlt er sich da ja wohl. Hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von denen hier ab. Ah ja, okay. Nee, das geht eigentlich alles. Alles gut, keine Panik. Es ist nur ein Triceratops, er frisst keine Menschen. Ja. Wir haben keinen Grund, in Panik auszubrechen. Es ist alles gut. Gehen Sie einfach normal weiter. Das Tier ist schon betäubt und in guten Händen. Gehen Sie einfach weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte keine Fotos des Vorfalls posten. Produkt wurde eingesammelt. Bitte löschen Sie alle Ihre SIM-Karten. Wir können uns sonst nicht erlauben, dass irgendetwas über diesen Vorfall an die Öffentlichkeit dringt. Und wenn ich Sie dann bitten dürfte, ins T-Rex-Gehege zu laufen, dann wünsche ich Ihnen an der Stelle noch einen wunderschönen Tag. Und dann wird er wieder abgesetzt. Ich denke mal, hier wird er sich wohler fühlen. Produkt transportiert. Ja, da steigt die Geborgenheit. Aber ich befürchte, der wird nochmal ausrasten. Die Geborgenheit steigt nämlich nicht schnell genug. Ich hoffe, die anderen rasten jetzt nicht aus, die anderen Tiere. In Panik. andere Saurier, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Notausgang? Oh yeah, Giganotosaurus. Sauber. Zum Verkaufen aber sind die. Die sind nicht zum Behalten. Die sind nicht für uns. Die Gigas. Mal schön hier DNA extrahieren. So. Ah nein! Die Vorkommen sind ja erschöpft vom Trodon. Oder gibt's irgendwo noch eins? Nö. Rolotitan gibt's noch eins. Krass. Okay. Kann ich den vielleicht gar nicht auf 100% bringen? Weil ich glaube, mit den Fossilien, die ich jetzt habe, geht das, glaube ich, gar nicht mehr. Na, der Trike rastet nochmal aus. Oh, natürlich da drüben, weißt du? Nein. ACU, schnell. Nein! Scheißdreck! Nicht schon wieder! Das Problem, Trike, ist es. Schnell stopft das Loch im Zaun! Beeilt euch doch! Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Schnell, bevor noch einer entbüxt. Ja! Ja! Wie er hier rumläuft. Ja, ist frei, ist frei, ist frei. Juhu, juhu, juhu.
Juhu, juhu. Juhu. Sieht auch cool aus neben dem Heliport. Man sollte die Tiere viel häufiger mal frei rumlaufen lassen. Dann kommen die besten Bilder zustande. Ohne Witz. Wie er post einfach. Voll der Poser. Jetzt gibt's einen Pfeil im Po, Mexiko. Im Hintergrund wird der Giga abtransportiert. Das sieht auch lustig aus. Ja, in den Kopf. Schlaf. Was? Okay, er schläft. Den schaffen wir mal wieder zurück. Den schaffen sie bitte hinaus. Oh, da liegt ja noch der Giga. Verkaufen. Ach nee, jetzt sehe ich es erstmal, lol. Da steht Gigantspinosaurus und nicht Giganotosaurus. Moment mal. Haha. Der Gigantspinosaurus ist doch was anderes. Das ist doch... Bei diesen ganzen Dinosauriern kann man aber auch so mega durcheinander kommen, ne? Wo ist er denn, der Gigantspinosaurus? G. Hier, Gigantspinosaurus, das ist so eine Stegoart, Leute. Oh Gott, ey. Meine Fresse. Ja, aber den kann man mal verwechseln, oder? Giganotosaurus, Gigantspinosaurus, das ist schon wirklich sehr ähnlich. Haben wir jetzt eigentlich Trodon auf 100%? Nee, ne? Hatten wir, glaube ich, nicht jetzt. In Kanada sind noch Fossilien. Oh, ich dachte, da wäre Kanada. Ach, da oben. Das ist aber Alaska, oder? Das ist nicht Kanada. Ich meine, das ist Alaska. Guck mal, da steht auch USA. Dann ist es Alaska. Das ist, glaube ich, da bei Anchorage oben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da oben nicht so gut aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Alles klar, danke für den Hinweis. Gut mitgeschaut auf jeden Fall. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass da noch ein Punkt ist. So, dann jetzt fühlt er sich wohl. Jetzt geht's ihm gut. Alles klar. Och Mann, das ist ja hier ein Akt geradezu. Ein Akt, kann ich euch sagen. Gut, jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir das richtig. Gigantspinosaurus sehen. Jetzt. Und wir betäuben die mal direkt. Haben wir schon wieder einen Sturm gerade? Einverstanden. Nee, da hätte ich, glaube ich, eine Nachricht gekriegt. Das Wetter ist einfach nur schlecht. So, dann haben wir den ersten zum Verkauf. Und da müsste gleich auch noch der nächste kommen, genau. Ne. Verkaufen. Wie er dem anderen in den Po reinguckt. Guck mal. Er kriecht ihm in den Po. Das macht den Dino froh. Und das bei den ganzen Dornen, ey. Verkaufen. Das ist kein Sturm gerade, oder? Nee, das ist einfach nur Scheißwetter. Gehen Sie zu den Fossilien. Jawohl, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Okay, die können wir hier verkaufen. Das heißt, Trodons sind jetzt gleich auf 100%, wenn die Fossilie da durchgerödelt ist. Und dann haben wir's. Dann können wir die Trodons züchten. Da mache ich aber mal direkt hier die letzte Erfolgsratenmodifikation. Mache ich mal raus und nehme stattdessen mal Brutstättenkapazität. Da können wir nämlich 3 auf einmal züchten. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wenn wir gleich direkt 3 haben fürs Rudel. Mir wäre es lieber, wenn sich die Sicherheitsabteilung nicht in den Dinosaurierhandel einmischen würde. Zu viele bewegliche Teile. Das Risiko beim Transport wäre zu groß. Aber hey, ob es mir gefällt oder nicht, an ihren Ergebnissen gibt es nichts auszusetzen. So, jetzt sollte ich ja jeden Trodon
Schnelle Stressreaktion 1.0, Eigenschaftsgene, nice. Jetzt sollte ich ja jedem Trodon... Erwartet mal, wir können den doch zum Einzelgänger modifizieren, ne? Das geht doch über die Sozialmodifikation. Dann brauchen wir nicht so viele. Fällt mir mal gerade so auf, ne? Stresshemmer, schnelle Stressreaktion. Geborgenheit. Das ist gut eigentlich. Machen wir das mal. Dann sind sie ein bisschen gechillter. Dann noch Stärke des Herzens. Und hier, jetzt kommt's, sozial. Guck mal, normal brauchen die 4 bis 16 Tiere. Einzelgänger 1.0, jetzt brauchen sie nur noch 3 bis 15. Und so nur noch 1 bis 13. Ja, das machen wir mal, komm. Will das mal probieren. Und dann machen wir noch erhöhte Knochendichte. So. Prächtig, prächtig. Mach sie bunt. Ja, das machen wir jetzt auch. Also, den einen. So, dann machen wir... Dem geben wir jetzt eine Farbe. Und zwar die erste Farbe. Anwenden und... Ausbrüten. So, dann geben wir dem nächsten... Die nächste Farbe. Nicht schlecht. So, das sind schon mal drei. Und das sind auch die drei, die wir nur brauchen, tatsächlich. Durch die Genmodifikation haben wir die jetzt so ein bisschen in der Rudelgröße verkleinert. Das ist insbesondere dann gut, wenn du auf einer Insel für so große Rudel keinen Platz hast, ne? Ist schon gar nicht schlecht. Oder wenn du die noch mit anderen Tieren zusammenhalten willst und die anderen Tiere vielleicht große Rudel nicht tolerieren sollten, dann kann man da ein bisschen nachhelfen.